Du bist aktuell vermutlich ein bisschen unzufrieden mit eurem Liebesleben oder aber du möchtest, dass es einfach noch besser wird. In diesem Video verrate ich dir 6 psychologische Tipps, die euren Sex auf eine ganz andere Ebene bringen. Und dabei fange ich mit den relativ oberflächlichen Tipps an und gehe dann immer tiefer. Tipp Nummer 1, schaut euch dabei in die Augen. Die meisten Menschen schauen sich beim Sex nicht in die Augen, sondern haben dabei die Augen geschlossen oder haben ihre Köpfe so nebeneinander, dass sie sich nicht sehen. Und viele Frauen sagen auch, dass sie sich gar nicht richtig fallen lassen können, wenn sie dabei ihren Partner angucken oder sehen, dass er sie anguckt. Aber wenn man dabei den Blickkontakt hält, dann ist man mit den Augen verbunden und auch so verbunden. Und man ist viel verletzlicher, weil du dich öffnest, weil du deinen Partner siehst, weil er in deinen Augen auch ganz viel ablesen kann. Das heißt, wenn ihr euch das traut, zeigt ihr euch ein Stück weit noch nackter, noch verletzlicher, noch offener. Und dadurch wird die Intimität um einiges intensiviert. Das heißt, es ist viel näher, viel intensiver und dadurch der Sex natürlich auch viel intensiver. Tipp 2, lasst euch mehr Zeit. Dieser Tipp ist besonders relevant für Paare, die schon eine Weile zusammen sind, weil sich oft so ein sehr ähnliches Muster einspielt, ist immer relativ gleich, immer vorhersehbar. Und für Eltern, denn Eltern haben extrem wenig Zeit und da soll es dann auch immer sehr schnell gehen. Aber sich Zeit zu lassen ist ganz essentiell. Und zwar zum einen beim Vorspiel. Habt mal wieder ein richtig langes Vorspiel. Lasst euch da Zeit, genießt es, wartet so lange, bis beide richtig Lust haben und es gar nicht mehr erwarten können. Denn wenn man sich diese Zeit nicht lässt, dann kann man auch keine große Vorfreude auf den Sex haben und dadurch ist der Sex gleich ein bisschen weniger attraktiv, ein bisschen weniger reizvoll, als wenn man diese Spannung vorher aufbaut. Dieses, oh, ich würde gerne, aber es ist noch nicht so weit. Und außerdem lasst euch auch Zeit dabei. Genießt es mal richtig, seid richtig im Moment. Es geht nicht darum, schnell fertig zu werden. Es geht um den Weg. Der Weg ist das Ziel. Das heißt, lehnt euch dabei zurück, entspannt euch dabei, genießt es. Seid einfach voll da, seid präsent. Macht Pausen, hört auf, euch zu bewegen, fühlt euch einfach nur. Sex, den man richtig wahrnimmt, mit dem man richtig da ist, ist viel intensiver als Sex, mit dem man so halb anwesend ist und der dann ganz schnell vorbei ist. Tipp 3, nehmt den Druck raus. Wie kann man Sexualität besser und lustvoller machen? Indem der Druck weg ist. Beim Sex verspüren die allermeisten Männer und auch die allermeisten Frauen Druck. Und zwar so ein Performance-Druck, den Druck, was leisten zu müssen, bestimmte Dinge erfüllen zu müssen. Feucht zu sein, erregt zu sein, hart zu sein, schnell zu kommen. Deshalb sage ich euch, nehmt einfach mal den Druck raus. Ihr müsst gar nichts. Eine perfekte Übung dafür ist, Sex zu haben, ohne zum Orgasmus zu kommen. Und wenn ich das vorschlage, dann sagen die meisten meiner Klienten schon, hä? Okay, woran merken wir, dass wir fertig sind? Woran merken wir dann überhaupt, wo soll es dann hingehen? Und da merkt man, wie fokussiert die meisten Menschen auf Orgasmen sind. Wie sehr wir das Gefühl haben, okay, es geht jetzt darum und da müssen wir hinkommen. Dabei ist der beste Sex ja häufig gar nicht der, bei dem wir kommen. Das heißt, nehmt es euch einfach mal vor und genießt es einfach mal richtig. Und wenn man kein Ziel hat, wenn man nicht zum Orgasmus kommen will, dann ist es meistens auch so, dass man viel aufmerksamer ist, viel präsenter ist, viel mehr beim Partner ist, sich nochmal ganz anders erkundet und entdeckt und ist dadurch wieder viel reizvoller, ist viel aufregender, viel spielerischer und einfach mal was Neues. Tipp 4, seid laut beim Sex. Viele Frauen, aber auch viele Männer sind beim Sex sehr gehemmt, Geräusche zu machen, weil sie kein falsches Geräusch machen wollen, weil sie nicht komisch klingen wollen. Deswegen sind sie eher zurückhaltend und eher ruhig. Für deinen Partner oder deine Partnerin ist es aber total schön mitzubekommen, dass du komplett ungehemmt bist, dass du komplett loslässt, dass du dich komplett fallen lassen kannst. Deswegen unterdrück keine Geräusche, sondern lass alles raus, was da ist. Sei da ganz ungezwungen, vor allem du als Mann. Trau dich ruhig, Geräusche zu machen. Das ist nicht unsexy, ganz im Gegenteil. Tipp 5, redet miteinander über eure sexuellen Wünsche. Viele Paare hören damit auf oder fangen nie damit an. Es ist natürlich wichtig, dass du für dich erstmal weißt, was sind meine sexuellen Wünsche, was sind meine sexuellen Bedürfnisse, was sind meine sexuellen Fantasien. Das heißt, zum einen musst du dich gut kennen, denn wenn du nicht weißt, was du dir wünschst, dann kannst du es auch nicht sagen. Zum anderen ist es auch wichtig, dir bewusst zu machen, dass sich deine sexuellen Wünsche dein ganzes Leben weiter verändern. So wie du dich entwickelst, entwickeln sich auch deine Fantasien und Bedürfnisse immer weiter. Das heißt, es kommt immer etwas Neues dazu. Eure Sexualität wird sich immer weiter verändern. Deshalb gibt es auch immer wieder was Neues, was du
du deinem Partner erzählen kannst. Das heißt, wenn ihr kommunikativ miteinander in Kontakt bleibt, wenn ihr regelmäßig darüber redet, was ihr euch wünscht, was ihr gut findet, was sich vielleicht auch verändert, dann ist es so, dass eure Sexualität immer aufregend und immer spannend bleibt, weil es immer neue Dinge gibt, die ihr ausprobieren könnt. Dadurch wird es nie langweilig oder unbefriedigend, aber das gelingt durch den allerwenigsten Menschen. Mein Tipp 6 und damit der letzte Tipp ist, probiert etwas Neues im Bett aus. So, und jetzt komme ich über beim letzten Tipp und das ist so der ausgelutschteste Tipp, den man überall immer liest. Warum ist es so wichtig, neue Dinge im Bett auszuprobieren? Es ist ganz einfach so, dass Sexualität in den allermeisten Fällen mit der Zeit langweilig wird. Es wird einfach langweilig und es liegt daran, dass wir Menschen mit unserem Partner immer wieder das Gleiche machen. Dass da eine Routine reinkommt, dass wir nichts Neues mehr ausprobieren, dass es einfach super vorhersehbar ist und Dinge, die wir genau vorhersehen können, die wir planen können, die sind nicht reizvoll, die sind nicht attraktiv. Dadurch wird es langweilig, dadurch wird der Sex meistens irgendwann schlecht. Was man da machen kann, ist, was Neues auszuprobieren. Das Problem ist, dass wir uns nicht trauen, was Neues auszuprobieren, weil wir denken, ah, was ist, wenn mein Partner das jetzt komisch findet, jetzt haben wir das schon so viele Jahre nicht gemacht. Man selbst denkt auch, wenn der Partner auf einmal etwas Neuem ankommt, oh Gott, was ist denn jetzt los, fand ich den Sex vorher etwa gar nicht gut. Das heißt, wir gehen ein bisschen auf Tuchfühlung, sind so sehr vorsichtig miteinander und genau dadurch bleibt es langweilig. Wichtig ist ja auch, ihr sollt nicht irgendetwas Neues machen. Es bringt überhaupt nichts, sich irgendwie die Cosmopolitan durchzulesen mit den 10 tollen neuen Tipps, die du machen musst, um dein Sexleben total aufzupeppen, sondern es geht darum herauszufinden, was du gut findest. Was sind die Sachen, die dich reizen, die für dich aufregend sind, die du vielleicht irgendwo gehört oder gesehen hast und wo es bei dir im Unterleib zieht oder wo du merkst, oh, das ist irgendwie kribbelig und aufregend. Das sind die Dinge, die wichtig sind. Und die zu sagen, ist natürlich besonders schwer, weil es wirklich an was ja Essentielles von uns geht und was ganz Verlässliches auch an uns drin. Aber genau das sind die Dinge, die du deinem Partner erzählen solltest, über die ihr reden solltet und die ihr dann ausprobieren könnt. Und wenn ihr das macht, wenn ihr wirklich die Dinge macht, die du gut findest, die du aufregend findest, die dich nähren, die dir einfach viel geben, dann wird eure Sexualität auch nicht langweilig. Das heißt, trau dich, sei mutig, sprich immer wieder neue Dinge an, probiert Neues aus, dann bleibt euer Sexleben frisch und gut. Das waren meine 6 Tipps für besseren Sex. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, wenn noch irgendwas unklar ist oder du hast Videowünsche, schreib mir das gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute, deine Lisa.